Nice. Wir haben 200.000 Abos auf dem Hauptkanal erreicht. Und wir sind in den Twitter-Trends. Ihr seid so fucking crazy, Alter. Oh mein Gott. Vielen Dank für den unglaublich krassen Support. Und halt das Mindeste, was ich da spontan tun kann, ist einfach zu sagen, weißt du was? Wir spielen weiter. Ich sitze hier die ganze Zeit auf heißen Kohlen und denke mir so, ah. Und wir biegen die Regeln einfach mal ein bisschen. Und ich reiß da einfach mal einen Schritt nach vorne. Illegalerweise. Aber hey, ist ein Grund zu feiern und ich wollte nicht die ganze Zeit in der Nacht rumlaufen. Von daher, schauen wir doch mal an, was hat der nächste Tag zu bieten. Daher, los geht's. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Zeit für eine Inseldurchsage mit allen Neuigkeiten von der Insel. Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben hier sind. Also Ohren auf, ja. Neuigkeiten heute. Der wahrlich brillante Eugen ist zu uns nach Kerkeriko gekommen. Eugen interessiert sich sehr für die Biologie auf unserer Insel, ob gegenwärtig oder prähistorisch. Wer ihm helfen möchte, melde sich bitte in seinem Zelt. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leistet. Das war alles. Ich wünsche einen fantastischen Tag auf Kerkeriko. Los geht's! Oh mein Gott! Ich werde so viel Bewegung reinkriegen, dass ich tatsächlich endlich mal meine Ringe auf der Uhr vollkriege, Alter. Seht euch den schönen Tag an! Holy shit! Seht ihr die Blätter in den Bäumen, wie sie wehen? Ich explodiere einfach förmlich, Mann. Ich gehe einfach so ein bei diesem Spiel. Es ist so schön, oh mein Gott! Seht euch den Tag an, wie hübsch es einfach aussieht. Es ist so, so gut, okay? So gut. So unglaublich gut. Okay, gehen wir mal rein. Wir haben ja hier unser Museum. Oder zumindest das, was bisher davon übrig ist. Und gehen wir mal rein in die Schabracke und gucken mal, was da abgeht. Huh, sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt, daher beschloss ich, hier Forschung zu betreiben. Ah, handelt es sich bei Ihnen etwa um Chris? Sie wählten den Standort dieses Zeltes. Ganz genau. Vortrefflich. Ich danke Ihnen, Ihnen verdanke ich es also, hier ungestört meine Flügel ausbreiten zu können. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt, ist mir daran gelegen, hier ein Museum zu eröffnen. Zu diesem Zweck werde ich mich langfristig hier einnisten. Huh. Bringen Sie mir also eine neue Fisch- oder Insektenart und meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Ist das Museum erst erbaut, werde ich diese zusammen mit, diesen, die Sie Tom Nook gaben, ausstellen. Nun, wie ich zugeben muss, gibt es hinsichtlich des Neubaus ein nicht zu unterschätzendes Problem. Der aktuelle Mangel an Ausstellungsstücken ist der Baugenehmigung für ein Museum äußerst hinderlich. Ihre Schaukästen sind nicht erwünscht. Es sähe anders aus, wenn es Ausstellungsstücke gäbe. Und, wenn ich einmal so frei sein darf, an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel. Ich plane nämlich nicht nur Insekten und Fische auszustellen, sondern auch Fossilien. Huh. Wie es der Zufall will, erstreckt sich jenseits des Flusses ein größeres Gelände. Auf jenem unerschlossenen Stück Land findet sich mit Sicherheit eine Vielzahl der vorzüglichsten Fossilien. Doch dieser Fluss ist ein Hindernis, das erst einmal überquert werden will. Huh, mir kam da eine Idee. Sie ist so wild wie diese ungezähmte Insel. Einen Moment bitte, Chris, während ich die Daten an Ihr Nook-Phone übermittle. Wie Sie sehen, kann man aus dem vor Ort verfügbaren Holz einen Sprungstab bauen. Er eignet sich perfekt dazu, eine Person über den Fluss zu katapultieren. Huhu. Des Weiteren schickte ich Ihnen die Anleitung für eine Schaufel, mit der Sie Fossilien ausgraben lassen. Der sich, wohlgemerkt. Erlauben Sie mir also, nun zu meinem Anliegen zu kommen. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich Sie bitten, den Fluss zu überqueren und nach Fossilien zu graben. Ach du liebe Zeit, da wollte ich mich nur vorstellen und plötzlich ist es zu einem Vortrag ausgeartet. Worauf ich hinaus wollte ist, um das Museum zu öffnen, benötige ich 15 weitere Ausstellungsstücke. Nun, wenn Sie Ihre wertvollen Funde stiften möchten, wäre Ihnen meine ewige Dankbarkeit sicher.
Nice, wir haben noch welche, oder? Genau, wir haben ja noch die zwei zumindest. Hier. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas stiften möchten oder Hilfe benötigen. Ich helfe gerne. Huh, ich möchte etwas stiften. Fabelhaft. Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Einen Seeengel. Huhu. Nanu, ganz klar, das ist ein Seeengel. Ich könnte Ihnen noch viel Spannendes erzählen zu diesem Seeengel, wenn Sie möchten. Ja, los geht's. Flöße uns Wissen in unser Gehirn ein, Brudi. Famos! Sowas lässt man sich doch nicht zweimal sagen. So mysteriös, so elegant. Wussten Sie, dass der wissenschaftliche Name des Seeengels Thecus romata ist? Eine sehr grobe Übersetzung wäre Schalenkörper. Und ja, Seeengel sind mit den Schnecken verwandt. Wie er so durchs Wasser fliegt, erinnert er allerdings eher an einen gefliederten König der Lüfte. Bei diesem fliegerischen Geschick würde ich mich nicht wundern, wenn er mit Eulen verwandt ist. Huh. Und das war's im Groben. Denken Sie doch mal darüber nach. Vortrefflich, welch famose Spende. Ich stelle alles sorgsam aus, sobald das Museum fertiggestellt ist. Und dessen vergammelt der Seeengel irgendwo in einem Karton. Ja, wir haben noch etwas. Wir haben noch das hier. Ein Einsiedlerkrebs. Hilfe! Ein Einsiedlerkrebs! Oh, graus, so Schlotterschreck! Stilleugen, du bist ein Kurator der Wissenschaft. Kein frisch geschlüpftes Küken. Verzeihen Sie, Insekten sind mir wahrlich ein Graus. Ich kann Ihnen jedoch viel zu Ihrem Insektenfang erzählen, wenn es denn wirklich sein muss. Lass hören, Brudi. Hau raus. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist. Der Einsiedlerkrebs ist kein Insekt. Obwohl er sich redlich bemüht, wie eins auszusehen, die Idiot. Er wirkt wie eine Spinne, mit seinen vielen Augen und Krabbelbeinen, doch ist er ein Krustentier. Als solches hat der Einsiedlerkrebs 10 Beine und einen Panzer, doch der wächst ihm nicht selbst. Er begibt sich in verlassene Schneckenhäuser und zieht dabei immer wieder in größere um. Nichts weiter als ein Hausbesetzer. Na, in jedem Fall, allerherzlichsten Dank für Ihre wundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. Dank dieser Spende benötigen wir nur 13 Funde, um das Museum zu eröffnen. Unnötig zu erwähnen, dass ich weitere Ihrer Fundstücke mit Vorfreude entgegensehe. Huh. So, ich glaube, mehr haben wir nicht. Den Fisch haben wir schon abgegeben. So, warum? Bin ich zeitgereist? Ja, aber wir feiern, holy shit, 200.000 Abonnenten, okay? Auf dem Hauptkanal haben wir 200.000 Abonnenten erreicht und auf dem hier 30.000, Alter. Das ist halt, das ist so wert. Da ist es mir egal, ob das gegen die Regeln ist, dass wir hier einen Tag nach vorne springen. Ich will mehr spielen für euch zur Feier des Tages, dass wir diese Meilensteine erreicht haben. Plus, wir sind in den Twitter-Trends, Mann. Das ist so krass. Wir waren über Germany's Next Topmodel, möchte ich mal anmerken. Wenn das mal kein Grund ist, einfach mal zu sagen, weißt du was, mir egal, los geht's. Wir können hier ein bisschen weitermachen. Sie stehen tatsächlich perfekt zueinander. Das macht mich sehr glücklich. Okay, hier haben wir nichts. Aber wir haben doch Stuff bekommen, womit wir ein bisschen was machen können. Warte mal, wir haben noch hier. Was soll ich an Tomlux Werkbank tun? Etwas herstellen? Und dann haben wir doch... Genau, wir haben die Schaufel. Können wir die schon machen? Nein, da fehlt Haarholz für. Können wir das hier machen? Da fehlt ein Äste für. Okay, wir brauchen die Wackelaxt. Nein, wir können mal den hier machen. Ach, verdammt. Okay, da brauchen wir... Wir brauchen die Wackelaxt. Da kommen wir nicht drum herum. Aber ich habe zumindest den Stein dafür. Suchen wir kurz nochmal ein paar Äste. Glückwunsch zu 200.000 sehe ich da von Melissa. Oh, vielen Dank. Freut mich mega doll. Ehrlich gesagt, so langsam wie der Kanal wuchs, habe ich nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich dieses Jahr noch passiert, also, dass es überhaupt vor Release von diesem Spiel passiert. Und es ist halt einfach zum Release dieses Spiels passiert, als ob das halt eine göttliche Eingebung wäre oder so. Macht mich sehr glücklich. Freut mich richtig, richtig doll einfach. Ich meine, ja, Abo-Zahlen sagen ja eigentlich nichts aus und bla, aber es ist ja trotzdem eine schöne Zahl. Es ist ja trotzdem irgendwie was, worüber man sich total doll freuen kann eigentlich. Von daher
Macht mich sehr glücklich. Ach, liebe Güte, hier fallen einfach unendlich viele Äste von den Bäumen. So, gehen wir gerade mal erst die Axt herstellen. Dann die Schaufel. Und dann... den ganzen Rest. So, warte mal kurz. Hier. Und weil die kaputt geht, können wir direkt noch eine zweite machen eigentlich. Ich kenne die Dinger. Mir ist schon alle kaputt gegangen, als ich das mal Test gespielt habe. Vor, wann war das? 2 Wochen oder so? Das reicht erstmal. Wir brauchen nur 2. Du. Wie lange streame ich jetzt? Ich würde zumindest das Museum voll machen. Das wäre so mein heutiges, also jetziges Ziel. Und sobald wir das voll haben, ist genug, würde ich sagen. Dann können wir erstmal... Huch. Dann können wir erstmal Pause machen. Und dann ist halt wirklich erst morgen. Geht's dann weiter. Huch. So. Okay. Okay. Und okay. Perfekt. Weiter geht's. Bam, bam, bam. Voll gut. Wie sehe ich eigentlich ohne Bart aus, sehe ich da? Dude, das will keiner sehen. Das will legit niemand sehen. Niemand möchte wissen, wie ich ohne Bart aussehe. Das ist halt einfach cursed. Ich ohne Bart sehe sehr scary aus. Also halt einfach direkt erstmal 10 Jahre jünger. Oh, es kommt sogar... Oh, das wusste ich gar nicht, dass hier auch Holz rauskommt. Ich meine, macht Sinn. Aber trotzdem. Danke, Tamara und Hutaro, für eure Spenden. Ihr seid so gut zu mir. Habt das doch gar nicht verdient. Vielleicht ein bisschen, aber nicht doll. Museum voll machen, dann sitzt du ja noch 5 Wochen hier. Sinn der Sache. Bap, bap, bap. So. Ich glaube, langsam müssen wir eigentlich auch genug haben. Diese gerade, werde ich den Gewinner beim Gewinnspiel auswählen oder wird das anders gemacht? Ich werde die ganzen Dinger in einen Randomizer reinschmeißen und der wird mir dann einen Tweet bzw. einen Instagram-Post ausspucken und die Person hat dann gewonnen. Also wenn ich das auswählen würde, wäre das halt voll unfair. Und so ist das halt, so hat jeder halt eine Chance. Und ihr müsst auch nicht mehrere Posts posten, das wird rausgefiltert, wenn einer mehr was gepostet hat. Jeder hat immer nur einen Post damit drin. Zumindest, ja doch, jeder hat immer nur einen Post. Und dann wird halt ausgelost. Ah, warte, hier bin ich falsch. Will ich gar nicht rein. Und weg. Ich wollte eigentlich hier hin. Muss doch mein Stuff bauen. Wie skippt man Tage, sehe ich da? Du machst das Spiel aus, gehst in die Option... in System sagst, dass die Systemuhr nicht mit dem Internet geupdatet werden soll und dann stellst du einfach einen Tag vor. Das ist nicht wirklich schwer. Also das würde ich tatsächlich auch nur am Anfang empfehlen, weil da tatsächlich nicht so viel zu tun ist. Deswegen finde ich das auch weiter, also auf einer anderen Ebene nicht so mega schlimm. Aber sobald halt die nötigsten Shops stehen, würde ich halt auch nicht mehr nach vorne springen, sondern einfach sagen, okay, das reicht. Die Wackelschaufel ist fertig. Nice. Was können wir da noch machen? Gar nicht so viel. Ich kann noch ein Feuer machen. Ich habe so viel Äste und Holz habe. Weitermachen. Was haben wir denn noch hier? Eine Fackel oder... Wir machen das Baumfall-Set. Noch
nochmal. Wir wollen wahrscheinlich eh zwei davon, damit das alles schön aussieht. Und... Oh, kann ich das hier bauen? Ach, schade. Natürlich nicht. Oh, warte, ich habe eine Idee. Das muss ich ausprobieren. Gibt es den Geldstein noch? Das finden wir jetzt heraus. Das finden wir jetzt heraus, ob es den Geldstein noch gibt. Pass auf, wo ist meine Schaufel? Hier. Wo sind meine Steine? Hier war oben bestimmt irgendwo einer. Hier. Haltet euch fest. Los geht's. Der übliche Trick. Drei Löcher hinter einem. Und dann... Ah, er existiert noch. Oh mein Gott, wie cool. Oh, wie super. Toll einfach. Damn, Brudi. Los geht's. Und auch direkt beim ersten Mal gefunden, mein. Voll toll. Sehr gut. Schon haben wir ein finanzielles Polster, auf das wir zurückfallen können, wenn es mal wieder ernst werden sollte. Ach, verdammt. Okay, dann hat sich das erledigt. Ah, oh, das ist schon ein bisschen... Das ist halt echt... Oh mein Gott, was ist hier los? Hier liegt überall Stuff rum. Huch, meine Tasche ist ja voll. Was soll ich damit machen? Was tauschen wir dann direkt nochmal gegen... Ein Lagerfeuer, was wir hier an den Strand legen. So, was haben wir hier? Hallo, Unbekannter. Wenn du das hier gefunden hast, kannst du dir einen Spiegel bauen. So kannst du auch an dir selbst rumbasteln, wenn du willst. Das klingt zweideutig. Manchmal entdeckst du sogar leckere Essensreste am Kinn oder so. Juhu. Nicht cool, nicht cool. Hm. Ich weiß jetzt, wie man einen Holztischspiegel herstellt. Nice. Können wir ja das hier wieder aufnehmen. Und gerade mal zu meinem Haus laufen, damit wir das da so ein bisschen verteilen können. Oh mein Gott! Verdammt, das war falsch. Warte, hier. Bam. Ich habe einen 1000-Sterni-Sack ausgegraben. Moment, noch mehr kann ich nicht tragen. Was soll ich damit machen? Weg damit, Alter. Ah, was? Da kommt direkt ein Baum raus? Okay, das ist... Okay. Kann man machen. Kann man machen, definitiv. Kann ich die hier schon ausgraben? Okay. Verrückt einfach. So, warte mal. Ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ich glaube, das ist eigentlich sowas wie ein Zaun, ne? Zäunen wir mal ein bisschen, würde ich sagen. Baue ich mir doch einfach mal mein kleines Häuschen hier zusammen. So. Dann ein weiterer Zaun nach hier unten. Sieht jetzt schon voll schön aus, einfach. Ist halt unfassbar. Ich meine, sieht man nicht, weil der Baum davor steht, aber man sieht das ja, wenn man hier so lang läuft. Was habe ich denn noch hier? Es ist keine schöne Sukkulente, aber es ist meine Sukkulente. Und deswegen ist es voll okay, dass sie hier steht. Ich würde sie gerne noch näher ins Haus schieben eigentlich, aber ich glaube, das geht nicht. Ah, doch, hier. Es ist so hübsch. Es ist so gemütlich.
Ah. Jetzt habe ich einen Baum, einen Geldbaum noch gepflanzt. Ah, warte. Hier. Warte. Da. Okay, wir haben es hingekriegt. Oh, Mama hat mir einen Brief geschrieben. Jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug sehe, muss ich an dich denken und winke ihm hinterher. Ich wusste gar nicht, dass der Flugverkehr hier so stark ist, dass mir der Arm schmerzen würde. Ach, Mama, was mache ich nur mit dir? So, warte mal, was hat mir Mama denn geschenkt? Oh, sie hat mir Orangen geschenkt. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Jetzt, wo ich Äpfel habe, nehme ich andere Früchte einfach echt gerne einfach an. Ich hab doch hier. Ich pflanze einfach mal neben das Museum einen Orangenbaum. Flupp. Und dann auch hier direkt nochmal. So. Und flupp. Sehr gut. Ach, verdammt. Den müssen wir wieder ausgraben. Der ist nicht symmetrisch. Wie das einfach geht, so. Das ist, weißt du, fantastisches Feature einfach. Ich pflanze ihn falsch hin und wir können ihn einfach ausgraben und neu einpflanzen. Oh mein Gott, wie einfach. Damn, ist das großartig. Ist das einfach großartig, Mann. Mega, mega toll. Mega gut. Macht mich so glücklich. So. Ich sehe gerade, wann bekommt man das Museumszelt? Sobald man 5 Tiere gespendet hat, kannst du das Museumszelt aufbauen. Und am nächsten Tag ist es dann da. Oh mein Gott, wir können jetzt wahrscheinlich auch Leute auf die Insel holen, oder? Das müsste jetzt auch langsam gehen. So, weil die Entwicklerin Angst vor Brücken hat. Und so, los geht's. Auf zu neuen Landen! Schau mal, wir sind in einer unbekannten Area, in der wir vorher noch nicht waren. Da ist eine Biene! Oh mein Gott, schaut euch die dicken Beinchen an, die voller Nektar sind. Na warte, was sind das? Pollen. Die voller Pollen sind. Da kommen wir nicht hoch, weil wir keine Leiter haben. Da oben ist ein Marienkäfer auf der Blume. Oh mein Gott. Warum sind da... Da oben sind Blumen einfach. Nirgends auf der Insel sind Blumen. Was war da oben? Fällt mir jetzt gerade erstmal auf. Mega gut. Einfach. Einfach zu cool. Einfach. Wuhu. Schwupp. So. Habe ich doch irgendwo den Sprungstab hier. Nice. Ist hier irgendwas Cooles? Es sieht so schön aus hier einfach. Wie du so durch diese... Sorry. Wie du durch diese Wildschiff? Wie du durch diese Wildnis laufen kannst. Und es ist einfach... Hey, es ist so unfassbar, Mann. Es ist so unglaublich, wie hübsch dieses Spiel ist. Schade, auch dieser Wasserfall und die Wassereffekte generell. Mega schön. Ich könnte jetzt einfach stehen und das so als Desktop-Hintergrund oder so haben. Weil das halt einfach mega pretty ist, so. Den fangen wir. Yes. Oho. Eine weiße Baumnymphe. Nymphen habe ich mir ja schon irgendwie anders vorgestellt. Und schwupp. Aha, ich habe ein Fossil ausgegraben. Moment, noch mehr kann ich nicht tragen. Was soll ich damit machen? Tauschen? Wollen wir einfach noch eine Orange eingraben? Gute Frage, was machen wir damit? Ja, machen wir das halt so. Ist auch okay.
Unkraut bleibt Unkraut und Brautkleid bleibt Unkraut. So, warte mal kurz. Ich muss mal vielleicht ein paar Sachen weggeben. Also zuerst mal muss ich mein Karohemd wieder anziehen. Lang genug mit dem anderen Ding hier rumgelaufen. Dann, genau. Mal ein bisschen aufräumen zumindest. Ist halt ein bisschen krass gerade in meinem Inventar. Hey Chris, hab dich abonniert und die Glocke aktiviert. Vielen Dank, Finny. Macht mich mega glücklich. Viel Spaß mit meinem Barsch. warte mal kurz. Hab doch... Oder? Nee, hab ich nicht. Egal, geben wir mal ein paar Sachen ab. Wir brauchen ein Preisinventar. Das war ein Streamig. Bis ich das Museum voll habe. Und dann... Alles gut. Oh, wirklich. So. Ich helfe gern. Ich möchte etwas stiften. Und zwar... Die weiße Baumnymphe. Oh nein! Eine weiße Baumnymphe. Wie muss man mich derart peinigen? Eine Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie sich wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Ja, hau raus. Oh, ach so. Ah, gut, wenn das so ist. Die schwarz-weiß gestreiften Flügel der weißen Baumnymphe sind wirklich enorm. Enorm giftig, meine ich. Du liebe Zeit. Worauf wollte ich noch hinaus? Ah, richtig. Selbst ihre ebenfalls schwarz-weiß gestreiften Larven und goldenen Puppen sind giftig für Fressfeinde. Der widerwärtige Geschmack dieser Kreatur ist weiterhin bekannt, weshalb sich Vögel von ihr fernhalten. Ganz besonders ich. Na, in jedem Fall. Einen herzlichen Dank für die wundervolle Spende. So, ich hab noch was. Und zwar ein Fossil. Huhu! Ohne Zweifel, hierbei handelt es sich tatsächlich um ein Fossil. Wie wundervoll, wie vortrefflich. Auf meine Intuition war Verlass. Es gibt Fossilien auf dieser Insel. Doch ich schweife ab. Zurück zu ihrem Fund. Huh, ich muss ihn sofort analysieren. Dann wollen wir doch mal sehen. Also... Oh! Huhu! Ja, es ist völlig offenkundig. Ein Mammutschädel, kein Zweifel. Bei meinen Schwungfedern, welch fabelhaftes Fossil. Dieser Mammutschädel wäre ein gewaltiger Schritt hin zur Eröffnung des Museums. Wenn ich so frei sein darf, würden Sie es in Erwägung ziehen, dieses Fossil der guten Sache zu spenden? Okay. Welch Segen. Ich kümmere mich sofort um Ihre großzügige Spende. Haben Sie vielen Dank. Welch Wonne. Sie verwöhnen mich. Ein Mammutschädel in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicher. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn. Ah, das Mammut. Der Rebell unter den urzeitlichen Säugetieren. So wuschelig, so zerzaust. Wie ich. Bekannt sind sie natürlich für ihre Größe. Bis zu 13 Tonnen bei den größten Männchen. Uff, ich wusste nicht, dass das so ein offenkundiger Fakt bei mir ist. Doch die Regeln sind ihnen egal. Und daher gab es auch eine Spezies, die kleiner als heutige Elefanten waren. Wissenschaftler rätseln. War das Mammut die coolste ausgestorbene Spezies? Vielleicht. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Vielleicht finden Sie ja auch die verbleibenden Teile und das Fossil erstrahlt dereinst in voller Pracht. Ach, ich danke Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen. Nun gut, sehen wir mal. Das Fossil, das Sie mir gebracht haben. Nur ein Spezialist wie ich kann unbekannte Fossilien analysieren und feststellen, worum es sich handelt. Bringen Sie mir bitte von nun an alle Fossilien unbekannten Ursprungs, die Sie finden. Ob Sie sie dann stiften möchten oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. Egal, wie Sie sich entscheiden. Mir ist es immer eine große Freude, Ihre Fossilien zu analysieren. Dank dieser Spende benötigen wir nur noch 11 Funde, um das Museum zu eröffnen.
unnötig zu erwähnen, dass ich weitere ihrer Fundstücke mit Vorfreude entgegensehe. Ah, oh Gott, das macht meine Stimme kaputt. So, eins haben wir ja noch. Was? Warte mal. Hä? Hier ist doch noch eins. Was ist sein Problem? Ah, okay, ich muss das analysieren. Ich bin ein Idiot. Was darf ich für Sie prüfen? Hier, kannst das hier nehmen. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh! Huhu! Nach einiger Überlegung ist der Fall klar. Dieses Objekt ist ein Deinonychus Torso. Ein tadellos erhaltenes Exemplar, zudem eines, das sich noch nicht in unserer Sammlung befindet. Ein Deinonychus dieser Güte wäre der Eröffnung ein richtiges Museum endlich sicher. Dieses Objekt wäre eine Zierde für meine Sammlung. Würden Sie es uns großzügigerweise spenden? Ja. Oh, welch Segen. Ich kümmere mich sofort um Ihre großzügige Spende. Haben Sie vielen Dank. Ach, welch Wonne, Sie verwöhnen mich. Ein Deinonychus-Torso in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen dazu hören, oder? Ja, hau raus. Richtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn. Vielleicht haben Sie vom Deinonychus noch nichts gehört. Doch ganz sicher von seinem Cousin, den Velociraptor. Beide Raubtiere zeichnen sich durch ihre enormen Zehenkrallen aus. Sie hatten aber wohl auch Federn. Worin unterscheiden sie sich? In der Größe. Deinonychus war bis zu 3,4 Meter lang und wog um die 70 Kilo. Der kleinere Velociraptor andererseits wurde nur 50 Zentimeter groß und 15 Kilo schwer. Man hört immer wieder, dass Leute überrascht darüber sind, wie klein die Berühmtheiten sie wirklich sind. Ihr wisst, was ich meine. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Bap-di-bap-bap-bap. Crazy. Noch 10 Pfunde. Das kriegen wir hin. Jetzt können wir auch ein bisschen angeln und Stuff machen und tun und überhaupt und... Wundervoll. Wundervoll, 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 wundervoll. Warum kann ich das jetzt schon spielen, lese ich gerade? Ich habe es mir in Australien gekauft. Und weil sich das immer um Mitternacht freischaltet und in Australien Mitternacht einfach hier um 16 Uhr ist, kann ich es schon seit 16 Uhr spielen eigentlich. Deswegen macht euch einen australischen Account, kauft euch australische E-Shop-Karten und kauft euch einfach die Spiele schon einen Tag früher. Das ist der einzige Trick so. Das war's, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wenn du Glück hast, findest du tatsächlich Spiele in einem Laden mal einen Tag früher. Aber auch das ist halt was, wo ich nicht drauf wetten würde. Also besonders bei Nintendo. Ich muss gerade mal das Ding hier vergraben. Hier. Pflanzen. Besonders Nintendo hat da, glaube ich, einen ziemlich fiesen Ruf, was das angeht. Und die sorgen gerne dafür, dass sie extrem hohe Strafen an Läden verhängen, die Spiele einen Tag früher verkaufen. Aber halt, sie können ja nicht die Zeit selbst verstrafen dafür, dass sie voranschreitet. Entsprechend, kleiner Trick, nutzt ihn aus, solange er noch existiert und funktioniert. Warte mal, hier war gerade ein Fisch. Alle? So. Aha, hier war tatsächlich einer. Komm. 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 Danke. Juhu, eine Dose. Was geht denn mit den Dosen ab heute? Kann man schwimmen, Mu? Ich kann zumindest nicht schwimmen bisher, weil ich keinen Badeanzug habe. Frag mich in 3 Wochen nochmal. Oha, die Teile sind auch wieder hier. Aber ich glaube, die haben wir schon abgegeben. Von daher zählen die eigentlich nicht. Da ist noch ein Fisch. Den nehmen wir doch mit. Instant gebissen. So mag ich das doch gerne. Ja! Eine Makrele. Dich wollte ich mir schon immer mal krallen. Und
Und dann gehen wir weiter und sehen hier hinten absolut nichts. Aber wir können nochmal hier lang gehen. Hier kommen wir wieder zum Fluss. Ah, und hier haben wir noch ein Fossil. Voll gut. Ja, das wollte ich nicht. Aber schön, dass es... Oh Gott. Oh Gott, hör auf zu sammeln. Ach, da fällt mir ein, wir haben ja noch das... Ihr wisst, was ich meine. Das eine Ziel, wo wir ganz viel Unkraut sammeln müssten. Wir haben ja irgendwie 100 und 200 war irgendwie das Ziel. Es ist ja nichts eigentlich. Daher sollten wir dem gleich vielleicht auch noch nachgehen. Ah, guck mal. Wir haben eine Kaulquappe gefunden. Klein, aber nicht von Pappe. Moment, noch mehr kann ich nicht tragen. Nein! Dude, was ist denn, was ist mit diesem Inventar? Ich dachte, das wäre riesig. Weg mit dem Unkraut. Das ist einfach unglaublich, Alter. Weißt du, wir laden gerade einfach mal ab. Wir packen hier einfach alles hin, was wir nicht brauchen. So, was brauchen wir nicht? Wir brauchen auf jeden Fall kein Lehm. Wir brauchen die Steine nicht. Wir brauchen das hier nicht. Wir brauchen auch erstmal kein Holz. Die Dose kann auch weg. Der Apfel kann auch erstmal weg. Das liegt wundervoll da. Die Äste können auch weg. Und das hier kann auch weg. Okay. Ordnen wir das gerade mal. Es funktioniert sogar so, wie ich dachte. Dass du einfach nur den Knopf gedrückt hältst und es dann durch die Gegend ziehen kannst. Okay, ich mag sie, die Kaulquappe einfach das größte Auge hat, so. Ah, oh Mann. Wundervoll. Hier flog eben eine Biene irgendwo rum. Da vorne. Vielleicht können wir sie noch fangen, bevor sie aufs Meer fliegt. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ah, wir haben es geschafft. Oho, eine Honigbiene. Was für ein süßer Fang. Definitiv. Stimme ich zu. So, hier kommen wir gleich nochmal durch. Haben wir hier das noch? Ich habe ein Fossil ausgegraben. Und da ist noch ein Fisch, den wir einfach mitnehmen werden. Pass auf, Dude. Pass auf einfach. Jetzt geht's gleich richtig los, wenn ich dann irgendwann meinen Sprungstab endlich mal habe. Alter, das ganze Durchwechseln ist halt echt übertrieben, Mann. Schwupp. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Hier ist noch einer. Zweiter Versuch. Halt dich fest. Ah, verdammt. Da ist ein Geschenk. Da ist ein Geschenk. Oh Gott, ich habe keine... Ich hab's nicht. Ah, warum habe ich das nicht? Oh, verdammt. Kann ich's runterwerfen oder so? Nein. Komm mir die Tränen. Macht mich echt traurig. Und da fliegt mein Geschenk davon. Ach, Fisch, was machst du mit mir? Das ist jetzt schon eine Aktion hier. Sehr gut. Ein Bitterling. Ah, den haben wir schon. No, mir ist mein Angel kaputt gegangen. Das ist nicht in Ordnung. Hatte ich nicht Äste auch irgendwo hingelegt? Exakt! Hier ist einfach so ein Riesenfisch, Alter. Und ich kann ihn nicht angeln, weil ich keine Angel mehr habe. Oh. Der riesigste Fisch einfach.
So, jetzt müssen wir erstmal. Jetzt habe ich was verjagt. Was soll's? Passiert. Erstmal muss ich ganz viel Stuff verkaufen. So. Willkommen, Chris. Was kann ich für dich tun? Etwas verkaufen. Sehr gern. Was hast du anzubieten? Zeig mir deine Waren. Ich muss, glaube ich. Nee, die Wackelachse will ich nicht verkaufen. Ja, ich bin noch nicht fertig. Nein. Ah. So, jetzt aber. Das hier, das hier. Ich glaube, die Steine, weil die kriegt man eh super easy. Den hier und den Bitterling haben wir bereits abgegeben. Gut. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das finde ich okay. Nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit. Ha, was? Verdammt, okay. Er hat mir irgendwas erzählt und ich war so begeistert davon, dass ich es einfach weggedrückt habe. Na, was soll's. Manchmal. Ja, wir kaufen uns ein Ölfass, Alter. Los geht's. Außerdem die Kerze. Und die packen wir dann aufs Ölfass. Okay, gibt es sonst noch was ich hier andrehen könnten, Alter? Das hier auf jeden Fall. Und eine neue Angel. Was haben wir denn sonst noch so? Mein erstes Bastelbuch? Nehme ich auch. Dann wollen wir mal die Anleitung aus mein erstes Bastelbuch auf der Nookphone hochladen. Und fertig. Wir hoffen, du hast mit den neuen Anleitungen noch mehr Spaß am Basteln. Ne, wir sind durch. So, warte, jetzt müssen wir kurz das Ölfass irgendwo, irgendwo hin platzieren. Also ich finde, keine Insel ist komplett ohne ein Ölfass irgendwo. Das muss sein. Also ich, keine Ahnung, wenn eure Insel kein Ölfass habt, frage ich mich, warum ihr überhaupt eine Insel gemacht habt. Also jetzt mal in allem Ernst. Ich muss das mal ein bisschen weiter hierher ziehen, glaube ich. Ich möchte gerne, dass man sieht, dass ich hier die Dinger gebaut habe. So. Ich glaube, das geht hier nicht weiter, weil dann steht das vor dem Briefkasten, oder? Oh doch, das geht. Ja, cool. So kann ich ihn anscheinend auch noch aufmachen. So. Ich habe zufälligerweise das hier. Kann ich das Ding jetzt da draufstellen? Schade. Okay, dann müssen wir das leider in das ganze Ding hier rein platzieren. Ich sehe gerade, kann. Was kann kaputt gehen? Wenn es so ein Wackelvornamen hat, dann geht es kaputt. Also die Wackelangel geht kaputt, die Schleuder nicht. Die Wackelschaufel geht irgendwann kaputt, der Sprungstab nicht. Der Wackelkescher geht irgendwann kaputt. Also, wenn es halt Wackel vorne hat, dann wird es irgendwann kaputt gehen. Ohne mein geliebtes Ölfass kann ich nicht schlafen, okay? Kennt ihr das nicht? Andere haben Plüschtiere. Ich habe Ölfass. So. Don't judge me einfach. So, okay. Ich glaube, wir geben gerade den ganzen Kram hier einfach mal ab. Ah, warte. Wir können aber erst noch den ganzen Kram hier angeln. So. Okay,
Oh, verdammt. Ich habe gehofft, dass es nicht passiert, aber es ist leider doch passiert. Ah, was soll's. Was haben wir denn hier noch so? Ich möchte ganz gerne irgendwie noch so den riesigen Fisch angeln, der hier drin war, aber ich glaube, der ist jetzt mittlerweile auch weg. Wo auch immer er war. Karte? Ach, er war noch ein Dings weiter. Hier irgendwo. Na, leider ist er weg. Verdammt. Hier ist gerade auch nicht so viel. Hier ist noch was. Komm schon. Ich weiß, dass du es kannst. Komm schon. Dude. Oh. Ja, eine Klische. Ich verzichte mal auf klischeehafte Witze. Oh Mann. Hier können wir noch das Ding ausgraben. Huch, warte. Aha! Eine Teppichmuschel. Ob die zu meinem Sofa passt? Diese Teppichmuschel könnte man als Köder verwenden. Das ist die Idee für eine neue Bastelanleitung. Ja, nice. Okay, wir geben einfach mal ab, was wir haben. Habe ich noch Platz? Okay, einen Platz habe ich noch. Und dann können wir noch den Schmetterling hier mitnehmen. Wenn ich dann irgendwann mal zu meinem Kescher komme. Ich nicht weiß, ob wir den schon haben. Oho, ein Zitronenfalter. Sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe. Sweetie, sweet, sweet. Habe ich den Dude schon? Ah, so viele Fische und Dinge, die ich... ablegen. Oho. Okay. Zwitschern, schreiben nicht immer zu zweit, wenn schreiben, zwitschern, 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 switch. So, warte mal kurz. Ah, hier können wir auch noch gegenbumsen, wollte ich sagen. Egal, da bumsen wir jetzt nicht gegen. Wir laufen gerade mal ins Museum. Okay, den brauchen wir nicht. Wir laufen ins Museum. Wir geben jetzt die ganzen Sachen ab, die wir haben. Und dann hoffe ich, dass das genug war. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viel wir eigentlich mal abgeben mussten. Wie einfach ein Buch liest, das ist halt so toll. Diese ganzen kleinen Details überall. Die ganzen Mini-Details. So, Fossilien analysieren. Zwar... hier. Ah, ich hätte... Oh, fuck, ich hätte noch das andere mitnehmen können, ne? Uhu. Ein Triceratops-Torso. Das Objekt wäre eine Zierde. Stiften wir natürlich. Sie wollen doch sicher ein paar prickelnde Fakten dazu wissen. Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn. Als Pflanzenfresser war Triceratops ungewöhnlich gut für den Kampf gerüstet. Seine drei Hörner und sein beeindruckender Knochenkragen halfen ihm dabei, Raubtiere abzuwehren. Der Kragen kann auch der Temperaturregulierung oder Partnersuche gedient haben. Ist Ihnen aufgefallen, wie viele Besonderheiten in der Dinosaurier-Anatomie diesen Zwecken dienen? Und das war's. Nice. Ich habe noch was. Und zwar das hier. Oh nein, ein Schwalbenschwanz. Ah,
Schrecklich, ein Schmetterling. Das Hören. Ach, ach. Schwalmschwänze sind bekannt für ihre majestätischen Flügel. Manche bewundern sie sogar. Um ehrlich zu sein, finde ich sie monströs. Disgusting Streifen. Da stellen sich mir die Federn auf. Denken Sie, Schwalbenschwanzlarven sehen wie possierte grüne Raupen aus? Keineswegs. Junge Schwalbenschwänze, oh Gott, sind mit unansehnlichen grauen, schwarzen und weißen Flecken übersät. Und zwar um sich als Vogeldreck zu tarnen. Oh, welch garstige Kreaturen. Na, in jedem Fall, aller herzlichsten Dank für Ihre wundervolle Spende. So, wir haben ja noch mehr. Man muss halt tatsächlich echt alles einzeln abgeben. Das ist ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Eine Honigbiene. Müssen Sie mich derart peinigen? Hör raus. Wussten Sie, dass viele Honigbienen zusammenarbeiten müssen, um Nektar in Honig zu verwandeln? Ach ja, Sammelbienen saugen Nektar aus den Blumen in ihren Honigmagen und fliegen zum Bienenstock. Dort wird er gekaut und in die Waben gespuckt. Zum Trocknen schlagen die Bienen dabei mit den Flügeln. Ja, man könnte fast sagen, dass Honig das schmackhafteste Monument der hart arbeitenden Honigbiene ist. Letzten Endes sind Honigbienen auch nur Insekten und daher gar keine scheußlichen Kreaturen. Nur ein klein wenig scheußlicher als die meisten, das gebe ich zu. Na, in jedem Fall, danke für die wundervolle Spende. Okay, eine Spende habe ich vielleicht noch. Und zwar bekommst du von mir die Kaulquappe. Huhu, das ist ja eine Kaulquappe. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes zu dieser Kaulquappe erzählen. Hau raus. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Wie Sie sicher wissen, werden aus Kaulquappen irgendwann Frösche. Ich persönlich finde Kaulquappen ja entzückend, weil sie so flink hin und her schwimmen. Doch noch viel entzückender ist es, wenn ihnen dann die Beine wachsen. In Kaulquappen können wir die Evolution in Zeitraffer sehen. Huh, das macht mich immer so emotional. Und das war's im Gröben. Denken Sie noch drüber nach. Vortrefflich, welch famose Spende. Vielleicht beim nächsten Mal, wie viel müssen wir denn noch abgeben? 6 Stück? Okay, warte mal kurz. Da haben wir doch bestimmt noch was. Fossilien analysieren. Dann können wir gerade mal zählen, was da noch so geht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist in Ordnung. Die Bots nerven. Ich versuche sie nebenher zu bannen. Sorry dafür, ignoriert die einfach. Ein Plesiolus-Schädel, oder? Plesiosaurus-Schädel. Dieses Objekt wäre eine Zierde für unsere Sammlung. Du kannst es gerne haben. Ansonsten ist es doch okay. Sie lieben halt Sex. Tapp doch auf das Foto. Kein Bot-Shaming hier bitte. Okay? Jeder kann das mögen, was er mag. Sie wollen doch sicher etwas Prickelndes zu diesen ganzen Dingern wissen. Okay, ja, möchte ich. Meine Güte, sind echt viele im Chat, Alter. Was ist denn hier los? Ich finde, für jeden Bot-Bann kann man schon mal einen Daumen nach oben geben, eigentlich. Ah ja, Plesiosaurus, ein Klassiker der urzeitlichen Reptilienwelt. Sein langer, schlanker Hals, das kleine Köpfchen und der rundliche Schildkrötenkörper. Einzigartig. Nebenbei, auch wenn er einen Saurus im Namen trägt, war er keinesfalls ein Dinosaurier. Oh nein, huh. Doch er muss ein majestätischer Anblick gewesen sein, wie er durch das urzeitliche Meer schwamm. Wie eine Gummiente mit einem besonders langen Hals. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Ich bin jetzt einfach mal so frei und glaube, ich skippe die ganzen anderen Erklärungen, wenn ich ehrlich sein soll. Weil langsam gibt mein Hals auf. Ich kann nicht mehr so reden. Das ist doch eine Makrele. Gerade nicht. Danke. Ausnahmsweise, wir verzichten einfach mal auf Makrelenfakten, wenn ich ehrlich sein soll. So, dann haben wir noch den Schmetterling.
Schmetter mich. Smash me, Daddy. Los geht's. Jawohl, verstanden. Wir brauchen keine weiteren Infos. Bleibt das abgeben, so anstrengend lese ich gerade. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wenn das Museum dann gebaut wurde, dass wir halt wirklich einfach so 8 Sachen auf einmal abgeben können, wenn wir möchten. Okay, 3 Stück brauchen wir noch. Hier. So, ein Bot gebannt. Ein Daumen nach oben, bitte. Ja, gerade nicht. Keine klischen Fakten. Ich hab noch eine Sache. Dann müssen wir nochmal los, irgendwas anderes finden. Und dann haben wir unsere 15 Sachen auch voll. Ein Zitronenfalter. Oh nein. Lieber nicht. In jedem Fall, alle herzlichen Dank für die Spende. Babdi-bab-bab. Eine Sache brauchen wir noch. Laufen wir schnell los, finden das Ding und dann sind wir fertig. Off we go. Hauen wir raus, hauen wir rein, hauen wir um uns drum herum. Mal schauen, ob ich jetzt irgendwo noch irgendwas finde, was so einem Insekt ähnelt oder einem Fisch oder sowas. Ich kann durchaus noch eine Sache gebrauchen. Vielleicht aus dem Meer? Oh. Oh. Schnarchgeräusche und so weiter. Arr, ein Sturm braut sich zusammen. Festhalten, Männer! Hartsteuerbord, Weichbackbord, fast den Mast. Kellner, im Wasser fehlt noch Salz. Ist die Pizza mit dem Hering endlich da? Ich hab schon online gezahlt, also... Was? Keine Pizza? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Oh, Moment. Das letzte weiß ich. Ich bin niemand anderes als Gulliver, reisende Seemöwe der 7 Weltmeere. Hast du mich gerade die ganze Zeit angestupst? Danke für den Weckruf. Sonst hätten die leckeren Halluzinationen wohl... Die leckeren Halligallis nie aufgehört. Kannst du diesem wasserdurchgespülten Vogelhörn noch einmal vergeben? Dein stures Starren deute ich mal auf. Ja, uff. Offenbar bin ich wieder mal eingenickt und über die Reling gefallen. Das ist so eine putzige Angewohnheit von mir. Passiert ständig. Die anderen Seeleute lachen sich immer in Mast, wenn ich mal wieder über Bord gehe. Ha! Keine Sorge, die Jungs sind in Windeseile hier und holen mich ab. Mein Ass im Flügel, weißt du? Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen treuen, praktischen... Was? Mein... Gute Güte! Mein treuer, praktischer Fernsprecher ist kaputt. Das ist weder treu noch praktisch. Mickrige Makrelen. Das Ding ist völlig abgetakelt und es fehlen einige Fernsprecherteile. Ich muss also warten, bis mich meine Mannschaft von selbst findet. Das wird dauern. Die Seemannsmetaphern reichen nur noch für wenige Stunden. Du! Ja, du! Hilfst du mir, meine Fernsprecherteile zu finden? Ah, okay. Warum nicht? Wir haben ja die Zeit. Wirklich, wow! So einen lieben Empfang hatte ich zuletzt, als ich in Kushikulanien angespielt wurde. Was für eine Referenz ist das? I don't know. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo hier im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch 5 Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier rein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft sucht mich sicher. Deshalb bleibe ich lieber hier und halte nach dem Schiff Ausschau. Die Jagd nach den Teilchen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Oh ja, ich habe auch keine andere Wahl. Na dann, wer sich auf mich verlässt, ist verlassen. Ich glaube, das hatten wir schon. Den Schmetterling da hinten auch. Braucht doch nur noch einen Fisch. Hier, vielleicht ist das der Fisch, den wir noch nicht hatten. Habe ich den Schreibfehler im Titel schon bemerkt? Na, wenn er noch drin ist, dann offensichtlicherweise nicht. So.
Komm schon. So. Komm. Dude, was war das denn gerade? Okay, so ein Teil hatten wir ja schon. Ob es auch einen Seeteufel gibt? Ich brauche doch nur noch eine einzige Fischgeschichte. Okay, nee, warte, wir müssen tatsächlich so bis hier hingehen, damit er wirft. Komm. Geht doch. Oha. Ja, ein Seebarsch. Manchmal bist du wirklich sehr barsch. Crazy. So, dann versuchen wir gerade mal die Dingsteile zu finden. Die anscheinend am Strand vergraben sind. Ich dachte, da wäre was gewesen. Vielleicht hier? Strange. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht so weit von ihm entfernt sein können. Von daher, keine Ahnung. Grabe ich mal fröhlich so ein bisschen rum. Ah, guck mal. Ein Fernsprecherteil. Das war doch schon mal gar nicht so. War schon mal gar nicht so. Es war definitiv nicht so. So. Das ist anstrengender, als man denkt. Ja, komm schon. Weg damit. Und hier auch. Der Bot sagt heyo und ich sage bye bye. So. Hey, was geht mit den Bots ab? Was ist los? Ist ja unfassbar. Keiner hätte sowas gedacht. Das ist so. Halt, damn, Brudi. Nicht okay einfach. Nicht okay. So, warte mal kurz. Hier ging auf der Strand noch oben weiter, ne? Genau. Ha, ha, ha. Meine Theorie ist, dass ich da graben muss, wo diese Muscheln eigentlich auftauchen, weil ich glaube kaum, dass ich so random hier einfach rumgraben soll. Jetzt hat nur die Frage, wo taucht hier eine Muschel auf? Hier ist noch irgendwas Fischartiges. Ach man, so viel zu tun, so viel zu machen. Hier ist eine Muschel, pass auf. Ha, es ist tatsächlich so. Okay, da müssen wir nur darauf achten, wo die Muscheln auftauchen. Das macht halt meine Arbeit um einiges einfacher. Man darf gerne mit Ausschau halten, wo hier noch so Muschelteile auftauchen. Ich habe das Gefühl, hier könnte irgendwo auch noch eins sein. Ist nur die Frage, wann es sich zeigt. Ha, ha, ha.
Ach komm, ich habe zu viele Items in meinem Inventar. So. Vielleicht haben wir hier noch Glück. Da! Ha, sehr gut. 3. Das war tatsächlich eine Muschel. Ich glaube es nicht. I do not believe this. Das war auch eine Muschel. Aber da vorne war noch eine. Aha, da bist du. 4. Dann kann eigentlich nicht mehr so viel fehlen, hoffe ich. Warte, war hier gerade eine? Ne, okay, das war nur ich, der durchs Wasser lief. Aha, guck mal. Ich habe so viele Muscheln mittlerweile. Da. Na bitte. So, das haben wir komplett. Das ist ziemlich gut. Und damit ist auch meine Schaufel einfach kaputt gegangen. Sehr gut. Mach's zu. Okay. Und zurück. Ach, hier liegt ja auch noch ganz viel Stuff rum, ne? Naja, was soll's. Ja, komm schon. Hier. So. Hey, hast du alle Teile gefunden? Ja, Captain. Oh, das sind sie. Das sind meine Fernsprechteile. Kommt her, ihr Süßen. So, alle Teile sind wieder hier ordentlich reingequetscht wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Ahoi, Mannschaft. Ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt hier vorbei und holt mich ab. Hier sind meine Koordinaten. Gulliver Ende. So, das sollte reichen. Du bist der Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeige mich irgendwann dafür erkenntlich. Behalte deinen Briefkasten im Auge. Ich schick dir was. Das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ach, ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Nice. Okay, dann haben wir das zumindest hingekriegt. Ich habe ein Geschenk verpasst, wenn ich dem Chat gerade einfach mal so entgegenstarre. Passiert. Ich werde noch weiteres verpassen. Höchstwahrscheinlich. Hier ist auch wirklich nichts mehr, ne? Oh, warte. Ah, guck mal. Hier ist doch noch eins. Ich habe Angst, dass es ins Wasser fällt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde es leider auch nicht treffen, weil es halt über den Fluss fliegt. Wir müssen jetzt warten, bis es irgendwann hier hinten ankommt. Und dann können wir es abschießen. Es kann ja nur circa so lange dauern, wie ich brauche, um meine ganzen Geschichten hier zu wechseln. So. Okay, komm her, Brudi. La 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 la
Nein, okay, es kommt hier gerade wieder runter. Ah, na bitte. Oh, wir haben ein paar Puschelsocken bekommen. Man kann sie nicht sehen, aber man kann sie definitiv fühlen. Fühlen, auf jeden Fall, Mann. Reden ist schwer. Okay, dann können wir jetzt den letzten Fisch abgeben. Dann ist das Museum vollständig. Ich glaube, dann bin ich auch erstmal fertig. Zumindest größtenteils. Da kann man ruhig nochmal einen Daumen nach oben für geben. Daumen nach oben unterstützen, einfach super doll. Allein dafür, dass dann das Video höher gerankt wird. Kostet euch keine Zeit, gibt dem Video Interaktion, das mag YouTube mega gerne. Und dann, Video ballert sich nach oben an die erste Stelle. Finde ich großartig. Vielen Dank. So, wir spenden die letzte Sache. Und zwar den Seebarsch. Huhu, das ist ja ein Seebarsch. Ich könnte Ihnen noch viel Spannendes zu diesem Seebarsch erzählen. Ah, sehr gerne. Komm, den letzten Fakt nehmen wir noch mit. Famos! Sowas lässt man sich doch nicht zweimal sagen. Seebarsch ist ein Name, der von vielen verschiedenen Salzwasserfischarten getragen wird. Und sie unterscheiden sich stark. Manche werden nur 10 cm groß, andere sogar über 2 Meter. Seebarsch ist allerdings ein etwas schlichter Name. Man denke nur an den Juwelenfarnbarsch oder das geheimnisvolle Mondauge, den dunklen Riesenzackenbarsch oder gar den Abu-Dev-Duff. Oh nein! Und das war's im Groben. Denken Sie doch mal darüber nach. Vortrefflich, welch famose Spende. Hm? Aber das bedeutet ja... Hurra, es ist geschafft! Wir haben nun die erforderliche Anzahl an Ausstellungsstücken. Nun steht der Baugenehmigung für ein richtiges Museum nichts mehr im Wege. Ach, du liebe Güte, ich muss ja alles für die große Eröffnung vorbereiten. Ach, es gibt so viel zu tun. Huhu. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Chris. Nice, wir haben das geschafft. Das ist doch richtig gut. Das ist doch richtig gut. Ich lese gerade, bekommt jeder ein Switch-Item. Ja, ihr bekommt eine reguläre Switch von Nintendo zugeschickt. Das ist in dem Spiel. Aber wenn ihr die Animal Crossing Switch besitzt, dann bekommt ihr sogar nochmal diese Animal Crossing Switch Edition mit diesem extra Dock, was es dazu gab, mit dazu. Und das ist halt übelst cool. Könnt ihr euch dann halt auch ins Haus stellen. So. Irgendwas wollte ich von dir. Wollte ich irgendwas von dir? Ah, Chris. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Nichts? Ach genau, bei dir sind die Umzugsgebühren. Das wollte ich von dir. Aber dafür müssen wir erstmal ins Nook-Phone gucken. Da haben wir wahrscheinlich einiges freigeschaltet, ne? Flup. Tada. Sehr gut. Sehr gut. Damn, wir haben einfach richtig viel Stuff gemacht. Sportlicher Kraftprotz. Finde ich gut. Ey, wir kriegen vielleicht das Haus auch noch fertig, wenn wir Glück haben. Oder? Okay, müssen wir 5000 Sternis für ausgeben. Wir haben das Haus fertig. Das habe ich gar nicht geplant, aber wir haben es geschafft. Wir können das Haus bauen. Voll cool. Ah, dann haben wir morgen ein richtiges Haus. Hau raus, Brudi. Wir zahlen das jetzt ab. Was darf sein, was liegt an? Ich bin ganz Ohr. Umzugsgebühren. Oh, du möchtest die Umzugsgebühr bezahlen? Gerne. Es stehen noch 5000 Meilen aus. Dann bezahle ich mal. Vielen Dank. Das macht exakt 5000 Meilen. Und damit ist deine Umzugsgebühr vollständig beglichen. Welch glücklicher Tag für uns beide, hä? Ach, ja, ja.
Du lebst schuldenfrei auf einer wunderschönen Insel. Was könnte besser sein? Au! Das war keine rhetorische Frage. Lass sie mich umformulieren. Wie gefällt es dir in deinem Zelt? Ist ganz okay. Ganz okay? Das ist doch schon mal nicht schlecht für eine zuvor verlassene Insel, hä? Gemeinsam machen wir aus diesem unwirtlichen Land, diesem Inselkleinod, ein wahres Paradies. Aber wir dürfen uns nicht auf Erreichtem ausruhen. Vielleicht können wir auch noch mehr tun. Ich schätze, es ist an der Zeit, über den Bau von Eigenheim zu sprechen. Ja, ja. Es gibt ein paar Hindernisse beim Bauen einer solch abgelegenen, Örtlichkeit. Und ich fürchte, dass sich das Überwinden dieser Hindernisse direkt auf die Baukosten auswirkt. Aber mit Nullzinsdarlehen und laxen Rückzahlungsgebühren ist alles möglich. Also Chris, lass es mich wissen, wenn du Interesse an einem neuen Heim hast. Oh, eine Sache noch. Es gibt einen Service zum Einlösen gesammelter Nook-Meilen. Im Nook-Portal kannst du für deine Meilen viele interessante Dinge erhalten. Schau es dir demnächst mal an, hä? So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit dem Inselleben. Aber... Eigenheimberatung. Oh, Chris. Hast du dich wegen des Erwerbs einer Immobilie erschienen? Bist du bereit für Komfort und Luxus? Zelt macht zwar Spaß, aber ein Haus bietet einfach mehr Platz und hilft dir, Wurzeln zu schlagen. Ein Haus würde erfordern, dass du einen neuen Kredit in der Höhe von 98.000 Sternis aufnimmst. Was sagst du, bist du bereit für dein eigenes trautes Heim? Ja. Vielen Dank. Ich werde sogleich den Beginn der Baumaßnahmen veranlassen. Übrigens kannst du dir eine von 8 Farben für dein Dach aussuchen. Bitte wähle eine Farbe für dein Dach, hä? Ich nehme Basic Rot. Gut, dann wird dein Dach rot. Wird erledigt. Oh, eine Sache noch. Hausbesitzer werden bei Nooks Meilenprogramm automatisch hochgestuft. Kleinen Augenblick. Fertig, ja, ja. Deine Mitgliedschaft ist jetzt auf dem neuesten Stand, Chris. Wenn du die App für die Nook-Meilen nutzt, hast du Zugriff auf die Vorteile von Nook-Meilen Plus. Mit Nook-Meilen Plus lassen sich auf praktische Weise durch Erfüllen von Aufgaben Meilen verdienen. Die Details siehst du, wenn du die App startest, also schau sie dir ruhig mal an. Hä? Das war erstmal alles von meiner Seite. Dein neues Heim sollte dann morgen fertig sein. Aufregend, hä? Nice! Dann haben wir noch 300 Meilen über, glaube ich. Oh, wie konnte ich vergessen? Ich sollte dieses Terminal kurz erklären. Das ist ein Nook-Portal. Und es wird dein Leben auf der Insel leichter machen und spaßiger. Du kannst es für Katalogbestellungen oder als Geldautomat benutzen, aber auch um Nook-Meilen einzulösen. Bitte nutze diese wunderbaren Funktionen nach Herzenslust. Sie sind äußerst nützlich. Ja, ja. Willkommen beim Nook-Portal, dem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook-Portal Bonusmeilen. Erster Tag 50 Bonusmeilen. Cool. Wichtige Information, Ihr Konto ist nun für das Einlösen von Meilen registriert. Wir wünschen viel Freude mit dem Erreichen von, mit den zahlreichen Vorteilen des Nooks-Meilen-Programms. So, warte mal kurz. Das ist alles voll teuer. Shopping? Was geht hier denn? Ah, guck mal, hier können wir Sternis ausgeben. Ich glaube, ich will die hier haben. Die finde ich cute. Außerdem die Schuhe. Die finde ich auch cute. Und die Sportbrille, weil ich eigentlich mal sportlich aussehen möchte. Vielleicht eine Campingbank. Und ein Magazin. Ich glaube, das war's. Mehr brauche ich nicht. So, okay, dann wäre es das erstmal, denke ich. Das reicht. Dann können wir gerade noch die restlichen Nook-Meilen holen und dann sind wir auch fertig für heute. Hier. Es hat zumindest gerade noch irgendwie gebiept. Ach genau, wir bekommen jetzt die Nook-Plus-Meilen. Nook-Meilen Plus. Ah, okay, hier bekommen wir so eine kleine Menge an Meilen, einfach dafür, dass wir irgendwie kleine Sachen machen, wie zum Beispiel einfach nur ein Foto. Das ist cool. Aber hier ist aber sonst alles. Nein, hier ist nicht alles durch. Sehr schön. Was haben wir denn noch hier? Das hier. Tada! 500 Meilen.
Griff nach den Sternis. Sehr schön. Huch, warte, ich war noch nicht fertig. Oder? Doch, sieht gut aus. Okay. Dann würde ich sagen, soweit so gut. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Bock auf noch mehr Animal Crossing habt, lasst unbedingt ein Abo da. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig für euer Überleben. Okay? Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ist gerne gesehen. Wir haben zurzeit anscheinend 2000 Zuschauer. Und wir haben nur 900 Daumen nach oben. Da geht mindestens 1500. Wenn nicht sogar die glatten 2000, Alter. Haut mal raus. Wäre mega geil. Wie gesagt, jeder Daumen nach oben hilft, das Video ein bisschen zu pushen. Und, ja, das war's soweit von mir. Postet doch mal in die Kommentare, was ihr soweit von der ganzen Sache haltet. Seid ihr auch voll Pro mit dabei oder sagt ihr so, nee, New Leaf war besser? Und ansonsten nochmal großen Dank an die 200.000 Leute, die auf meinem Hauptkanal abonniert haben, sowie die 30.000, die auf diesem Kanal abonniert haben. Das ist unfassbar, dass diese Zahlen erreicht wurden. Bin immer noch begeistert davon und kann euch nicht genug dafür danken, Mann. Das ist übelst krass. Und ebenfalls, dass wir in den Twitter-Trends waren. Auch das, wir haben Germany's Next Topmodel besiegt. Das kann nicht viele von sich behaupten. Okay. Dann mache ich mich vom Acker. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann wirklich erst morgen wieder, wenn es mit einem neuen Tag in diesem Spiel hier weitergeht. Auf Wiedersehen!